Obwohl Friedrich versuchte, seinen Sohn eng an die eigene Politik zu binden, verband dieser sich mit den lombardischen Gegnern des Kaisers. So musste Friedrich II. 1235 nach Deutschland kommen. Ohne Heer, aber mit prächtigem Hofstaat, mit Kamelen, Affen und Leoparden. Sarazenen und Äthiopier bewachten seine Schätze. Der orientalische Prunk übertraf alles, was bis dahin nördlich der Alpen bekannt war. Heinrich musste sich seinem Vater unterwerfen, wurde abgesetzt und inhaftiert. 7 Jahre später starb er als Gefangener seines Vaters, vermutlich durch Selbstmord. Nach der Unterwerfung folgte ein Hoftag in Mainz, der einen Landfrieden verabschiedete. Das ist die erste Königsurkunde in deutscher Sprache. Zudem wurde in einer Urkunde der alte Konflikt zwischen Welfen und Staufern beigelegt. Die Eigengüter der Welfen wurden zu einem Reichslehen gewandelt, das nun als Herzogtum Braunschweig an die Welfen gegeben wurde. 2 Jahre darauf kam Friedrich nochmals nach Deutschland. Nun ging es um eine Auseinandersetzung mit dem Babenberger Friedrich II., dem Streitbahn von Österreich. Dieser wurde vor ein Hofgericht gerufen, erschien aber nicht. 1236 wurde er geächtet, die Reichslehen entzogen. Friedrich wollte Österreich als Reichslehen einbehalten und kam 1237 nach Wien. Dort wurde Sohn Konrad zum König gewählt. Allerdings musste der Kaiser schließlich über Friedrich den Streitbahn nachgeben. 1239 wurde er wieder eingesetzt. Erst 1246 ergab sich eine neue Chance. Friedrich war 1246 in einer Schlacht gegen die Ungarn gefallen. Nun wurde eine reichsunmittelbare Verwaltung in Österreich eingesetzt. 1250 starb Kaiser Friedrich II. Österreich kam an Böhmen, bis 1273 der neu gewählte König Rudolf von Habsburg diese Güter zurückforderte. Schließlich kam Österreich an seine Söhne.